Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Bitte nicht direkt erschrecken, Nico, aka die Stimme, die ihr aus den Videos kennt, ist eine Woche im Urlaub. Deswegen geht es auch erst wieder nächste Woche mit den Klassenguides weiter. Dann sollte allerdings auch alle 5 Tage neuer Guide erscheinen. Um euch natürlich trotzdem etwas Content aus der Beta zu präsentieren, müsst ihr heute mal mit mir und meiner Stimme klarkommen, also genau wie früher. In diesem Video stelle ich euch einige Änderungen und Anpassungen vor, die mir in der Beta begegnet sind. Ich erkläre euch das Ganze in einem Art Tagebuchformat. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Nach dem ersten Login habt ihr die Möglichkeit, euren Charakter zu kopieren oder einen neuen zu erstellen. Beim Erstellen fällt direkt auf, dass die neuen Frisuren im Spiel sind. Ich klicke euch gerade mal im Hintergrund ein paar durch. Hier seht ihr, wie auch schon von Blizzard angekündigt, diverse Frisuren, welche eigentlich anderen Rassen vorenthalten sind. Mein Resto-Shami wurde in meinem Fall kopiert und anschließend habe ich mich direkt das erste Mal angemeldet. Hier sieht man, dass alle meine Marken und Abzeichen verschwunden sind und automatisch im Abzeichenmenü gelandet sind. Definitiv ein cooles Feature, welches einiges am Blatt spart. Bei den Erfolgen war es das gleiche. Ich habe mit dem ersten Login direkt diverse Erfolge bekommen. Allerdings fehlten mir einige. In TBC habe ich zum Beispiel mit dem Schamanen jeden Dungeon in Normal- und Heroisch-Modus mehrfach abgeschlossen. Hier wurden mir manche allerdings nicht angerechnet. Mit den klassischen Erfolgen dasselbe. Hier hat Blizzard aber auch schon gesagt, dass nicht alle zuvor getrackt wurden. Vielleicht liegt es aber auch nur in der Beta. Nun gut, nachdem ich meine Taschen etwas sortiert hatte, da ich dank fehlendem Taschen-Addon ein Chaos in meinem Rucksack vorfand, habe ich mich mal zum Klassenlehrer aufgemacht. Hier konnte ich jetzt direkt den Dual-Spec für 1000 Gold aktivieren. Also erstmal die Talente für beide Ausrichtungen vergeben. Hierbei ist mir aufgefallen, dass sich das kleine Icon oben rechts im Eck der jeweiligen Spezialisierung in Schutz, Heilung und Schaden ändern kann. Nettes kleines Feature auf jeden Fall, wobei man ja eigentlich im Kopf hat, für was man welche Skillung verwenden möchte. Eventuell hilft das ja mal später, den Dungeon-Browser weiter zu optimieren oder wie auch immer. Jetzt noch schnell die fehlenden Fähigkeiten beim Lehrer nachgelernt und auf geht's Richtung Zeppelin-Turm vor Orgrimma. Ich will in den heulenden Fjord und muss dafür einen weiteren Zeppelin vor Under City nehmen. Am Turm angekommen, ist mir direkt aufgefallen, dass ich nicht mehr automatisch abgemountet werde, sondern den kompletten Weg bis hoch auf meinem Reittier sitzen bleiben darf. Vor Under City ging ich rüber zum anderen Turm, da ich ja zum heulenden Fjord wollte. Hier sprang der Kollege namens Easy erstmal vorbei, um anschließend den Weg von ganz unten nochmal hochlaufen zu dürfen. Anscheinend ja doch nicht so easy. Nachdem ich direkt die ersten Quests angenommen hatte, habe ich gemerkt, dass der im Spiel integrierte Questhelper noch nicht implementiert wurde. Gestern gab es dann auf einmal die News, dass es dieser gar nicht erst ins Spiel schaffen würde. Heute in der Früh wurde dann zurückgerudert und gesagt, dass diese Info aus einem alten Interview stammen und Blizzard seine Meinung diesbezüglich geändert habe. Allgemein ist es mir aber eigentlich total egal, ginge auch bis heute ohne. So gesehen kam dieser ja erst im späteren Verlauf von WoTLK, besser gesagt mit dem Eiskron-Zitadellen-Patch, wobei besagter Patch knapp ein Jahr angehalten hat. Die Questhelper-Addon-Macher wird auf jeden Fall freuen. Ein paar Minuten später war ich gerade im Dungeon-Browser, um mir eine Gruppe für Burg Utgard zu suchen. Da schrieb mich jemand unabhängig von diesem an, ob ich besagte Instanz nicht heilen wolle. Gesagt, getan, wurde ich via Versammlungsstein geportet. Dank Dual-Spec, welchen man, egal wo man sich befindet, aktivieren kann, habe ich meinen Wiederherstellungstalentbaum aktiviert und schon konnte es losgehen. Hier ist mir direkt aufgefallen, dass es ab WoTLK diverse Dungeon-Quests am Instanzeingang gibt, man diese ganz einfach annehmen kann. Im Questlog findet ihr zudem nun bei der jeweiligen Quest ganz oben ein Dungeon-Symbol. Beim Aktivieren meiner beiden Schmuckstücke ist mir zudem aufgefallen, dass man das nicht mehr gleichzeitig tun kann. Man hat nun einen Cooldown, bevor man das jeweils andere verwenden kann. Allgemein war der Dungeon nicht wirklich schwer, was aber vermutlich auch unserem Equipment zu schulden war. Wobei wir zwei blaue Todesritter dabei hatten. Einer davon war der Tank, der hin und wieder schon ganz gute Kellen gefressen hat. Wir haben insgesamt ungefähr 20 Minuten für den Run benötigt. Da wir nach 3 Minuten im Dungeon leider nochmal umkehren mussten, da einer der Hexer umskillen wollte, kann ich die Zeit leider nur so ungefähr sagen. Erfahrungsmäßig gab es etwas weniger als 2,5 Kästchen. Vergesst allerdings nicht, dass ich erholt war. So gesehen habe ich höchstens 1,25 Kästchen gemacht. Da sollte man beim Questen auf jeden Fall etwas schneller vorankommen. Spaßig war es aber auf jeden Fall trotzdem. Ich habe zudem mal getestet, ob es funktionieren würde, die Daily Quests auf der Insel von Quel'Danas im Vorfeld zu erledigen und dann beim WoTLK Release abzugeben, um an kostenlose Erfahrungen zu kommen. Ich kann sagen, das Ganze funktioniert und ich habe pro Quest zwischen 9500 und 12000 Erfahrungen bekommen. Zum Vergleich, die ersten Quests im heulenden Fjord bzw. in der boreanischen Tundra bringen euch 20100 Erfahrungen. Hierbei kann es sich also Stand heute auf jeden Fall lohnen, jegliche Daily Quests zu erledigen und diese nach Release von Wrath of the Lich King abzugeben. Der Friseur scheint auch noch nicht richtig zu funktionieren. Wenn man sich hier in den Stuhl setzt, passiert einfach nichts. Die Umgebung verschwindet zwar, allerdings erscheint kein Kontextmenü, um neue Frisuren oder ähnliches zu wählen. Warten wir mal noch den nächsten Beta-Bild ab. Als weiteren Punkt habe ich mir angeschaut, ob Druiden schon Stangenwaffen lernen können. Und ja, das ist ohne Probleme möglich. Dadurch habt ihr eine etwas bessere Auswahl an Waffen. Dasselbe gilt für den Schurken. Auch hier war ich beim Waffenmeister und man kann ab sofort schon eine Äxte lernen.
Es gibt nun außerdem von Ogrimmar und Stormwind ein Portal, welches direkt in die verwüsteten Landen führt. Dadurch spart ihr euch mit einem Twink das Laufen. Allgemein wollte ich mal testen, ob ich mit einem Charakter unter Level 68 nach Nordend komme, um zum Beispiel Berufe zu lernen. Hier im Hintergrund seht ihr schon meinen Level 65er Druiden auf dem Zeppelin Richtung Boreanische Tundra. Das Ganze scheint demnach problemlos zu funktionieren. Um sicher zu gehen, bin ich auch nochmal mit meinem Level 25er Orkrieger rüber, ebenfalls kein Problem. Des Weiteren wollte ich mal schauen, was die neuen Fluglehrer in der jeweiligen Fraktionsstadt auf der Höllenfeuer-Halbinsel sagen. Hier könnt ihr nun ab Level 60 erfahrene Reiter kaufen, also den Flugskill für langsames Fliegen. Hierbei bekommt ihr Vergünstigungen, je nachdem wie euer Ruf bei Ogrimmar bei der Horde bzw. bei Stormwind bei der Allianz ist. Dasselbe gilt beim Kauf des Reittiers. Hier scheint der Ruf von Sralmar bzw. der Ehrenfeste mit einzuspielen, wobei die Goldunterschiede bei den Reittieren nur marginal sind. Das langsame Flugmaul sitzt übrigens 150% schneller anstatt 100. Das epische Fliegen, also die schnelle Krähe vom Druiden, welche man eigentlich nur via Quest freischalten konnte, gibt es jetzt ganz einfach auf Stufe 71 beim Trainer zu lernen. Die normale Fluggestalt gibt es nun auf Level 60, wie zuvor auch ebenfalls beim Trainer zu erwerben. Meine Ehre wurde zudem übernommen und nicht resettet. Die ehrenhaften Kills werden ebenfalls richtig angezeigt. Die Arena-Punkte wurden natürlich zurückgesetzt. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das in der Live-Version ebenfalls der Fall sein wird. Hierzu wird Blizzard dann aber, denke ich, nochmal ein offizielles Statement abgeben. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch Dinge habt, die wir testen sollen. Ab nächste Woche dann wieder wie gewohnt mit Nico. In diesem Sinne, viel Spaß in WoTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.